Ja, guten Morgen. Ich bin der Nico und ich begrüße euch auf meinem Kanal, der Pusterfuchs. Und heute filme ich mal ausnahmsweise mit dem Handy, weil ich auf die Schnelle meine GoPro nicht dabei habe. Denn so ein Hühnerhalter hat nicht nur schöne Zeiten. Ich komme heute Morgen vom Stall und ich habe schon wieder Raubwild zu Besuch gehabt. Und da will ich euch mal zeigen, ich werde euch keine toten Tiere zeigen, aber ich zeige euch mal, was der für einen Schaden angerichtet hat. Ja, ich hatte schon von Weitem die Federn liegen sehen. Seht ihr, das sieht aus wie ein explodiertes Kopfkissen hier bei mir. Ne? Also, wer die anderen Videos kennt, weiß, das hier ist mein zweiter Zuchtstamm. Da hatte ich über 20 Hennen bei. Der hat so richtig Alarm gemacht. Es ist jetzt noch eine Henne im Stall. Jetzt kann man kurz mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 Hennen sind noch da. Offensichtlich fehlen 10 Hennen. Und 2 der Hähne. Also 12 Tiere hat er mir über Nacht tot gemacht hier. Ganz furchtbar. Ja, aber bist du nie vorgefeilt. Also das ist tatsächlich echt der größte Schaden, den ich jetzt bis jetzt hatte, was fuchsmäßig das angeht. Die Hühner sind alle komplett verstört. Ich hoffe, dass die sich alle wieder ein bisschen erholen. Wirft meine Bruteierproduktion natürlich total zurück. Und überall Federn, Blut. Oh, ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Ja. Hier ist er durch. Man sieht auch noch Reste von Blut und so. Da hat sich die Tiere alle rausgezogen. Der war bestimmt öfters mal im Stall jetzt hier. Ach, ganz schrecklich. Mann, 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 Mann. Ja, so sieht es im Stall aus. Also der hat richtig gewütet hier. Ich habe hier schon tote Tiere abgesammelt. Also 4 tote Hennen habe ich noch gefunden. Wie gesagt, die anderen Tiere hat er alle mitgeschleppt. Schrecklich. Ja, und jetzt werde ich erstmal den Hof abchecken, ob sonst noch irgendwo Schäden sind. Und muss ein bisschen die Löcher flicken und alles neu einstreuen und den Hühnern noch wieder Frischfutter und Wasser geben, dass die alle wieder ein bisschen runterkommen. Ja, und da hilft nichts, muss ich wieder Käfigfalle aufstellen oder so. Es ist verhext, ja, was soll's. Aber das ist eben das, womit man, wenn man im Außenbereich seinen Hof hat, immer mit leben muss, ne? Dass du auch Raubwild hast. Ist nicht zu ändern. So, wollte ich euch bloß mal zeigen. Heute ist ein Scheißtag. Also, bye bye. Thank you.